Hallo ihr Sepplinge, herzlich willkommen zu einer neuen SSO-Folge. Ja, ich habe jetzt eben Dream Hunter aus dem Stall geholt. Er hat ganz, ganz knapp mit einer Stimme gewonnen. Dream Hunter hat 10 Stimmen bekommen. Hot Promise hat 9 Stimmen bekommen. Aber die arme Summer Love hat leider nur 2 Stimmen von euch bekommen. Das heißt also, ich werde jetzt ungefähr... Ja, mal schauen. Ich denke, ich werde jetzt vielleicht so 5 oder 7 Folgen Dream Hunter reiten, dann 5 oder 7 Folgen Hot Promise und dann würde ich da auch noch Summer Love gehen und dann gucke ich mal. Dann werde ich wieder zwischen den dreien durchswitchen, nach Belieben. Ich gucke einfach mal, aber könnt ihr mir auch gerne mal in die Kommentare schreiben. Ich denke, ich werde sie erstmal jeden 5 Tage reiten und dann gucke ich mal, wen ich dann wieder weiter reite. So, aber... Jetzt geht es auf Richtung Vorpinta. Ich habe jetzt mal geschaut. Ich habe da letzte Folge was übersehen. Ich weiß jetzt, wo wir den Sonnenschlüssel herbekommen. Und zwar ist aber der Statue. Das hätte ich mir auch denken können. Denn in dem Buch war ja auch von der Statue die Rede. Wo sie das erste Mal an Land gegangen sind. Übrigens bin ich heute mal ohne Sattel unterwegs. Ich dachte, an so einem warmen Sommertag ist es ganz schön. So... Genau, und da ist dieses kleine, fiese Ausrufezeichen. Oh. So. Du drückst kräftig auf das Namensschild und mit einem Klick öffnet es sich und ein geheimes Fach öffnet sich. Okay, wir haben jetzt hier den Schlüssel bekommen. Wo müssen wir jetzt hin damit? Ach so, okay. Ich soll jetzt prüfen, ob ich damit die blockierte Öffnung, den blockierten Durchgang in Jarls Grab öffnen kann. Gut, dann müssen wir jetzt mal dahin. Dum, di dum, di dum, di dum. Ja, aber ich muss ja wirklich sagen, ich mag ja jetzt absolut jedes eigentlich von den neuen Pferden, auch dieses dritte, also dieses zweite Paint, was gekommen ist. Nee, es ist ja auch ein Appaloosa. Es läuft unter Appaloosa. Wobei ich nicht finde, dass er so richtig Appaloosa-mäßig aussieht. Ich finde nach wie vor, dass es angemalt aussieht. Aber es ist trotzdem putzig angemalt. Und es ist größer. Vielleicht ist euch das ja auch schon aufgefallen. So, jetzt müssen wir irgendwie hier den Weg runterzufinden. Gut, hier kommen wir runter. Sehr gut. Jetzt bin ich mal gespannt. Aber ich denke nicht, dass wir hiermit... die Gruft aufbekommen können. Also ich kann es mir nicht vorstellen. So, ich kann hier nicht absteigen. Hier kann ich absteigen. Sehr gut. Dann probieren wir mal unser Glück. So. Gott, ich muss mal mein Inventar aufräumen. Der Sonnenschlüssel. Wow. Doch tatsächlich, den Bereich können wir damit öffnen. Sehr spannend. Ach, hier unten kommt dann der Mondbereich. Okay. Ein blaues Licht erscheint in dem geheimnisvollen Brunnen in der Gruft. Du fühlst die Anwesenheit einer anderen Person. Okay. Ich bin John Jarl, Sohn von Jor und Herrscher Jorviks und dessen ewiger Beschützer, lebendig und tot. Wer wagt es, die erste Kammer zu meiner letzten Ruhestätte zu öffnen? Wir? Dina? Ich habe nie von dir gehört, aber natürlich sind auch sehr viele Jahre vergangen und neue Gesichter mögen aufgetaucht sein. Vielleicht kann ich dir helfen, aber erst muss ich überprüfen, wer du bist und was du willst. Du willst also ein Fragment des Lichts Aidins haben? Ich gebe dir eins, wenn du mich davon überzeugen kannst, dass du ein Kämpfer mit dem Herz am rechten Fleck bist. Wenn ich zufrieden bin, gebe ich dir ein Fragment des Lichts Aidins. Wen repräsentierst du? Ja, wen repräsentieren wir denn? Ich repräsentiere niemanden. Ich bin ich selbst, Darkcore und Herrn Sense, Aidins Beschützer der DGD. Also die beiden hier, das wäre absolut falsch. Ich würde sagen Aidins Beschützer. Aidins Beschützer hatten einen Anführer, der heute sicherlich immer noch deren prominentester Vertreter ist. Wer ist das? Alex, Elisabeth Sunbeam, Fripp, Herr Sens. Ich weiß nicht mehr, wie das kleine blaue Viech heißt. Hieß das Fripp?
Wenn ich dir das gebe, was du willst, wirst du in meinem Namen agieren. Deswegen muss ich auch sicher sein, dass du weißt, wer ich bin. In welchem Jahr bin ich in Jorvik zum ersten Mal an Land gegangen? 1218 war das, meine ich. Wie hieß mein Vater? Gareth? Nein, ist ja falsch. Nein. Upsala. Ja. Okay, wir machen nochmal neu. So. Er ist... Ah, Jorvas. Ah, okay. Ist es mein innerster Wille, Jorvik und Adin zu beschützen? Wirst du alles in deiner Macht Stehende tun, um Adins Beschützer zu dienen? Na klar. Ehrenwerte Diener, ich bin nun sicher, dass du ein treuer Diener der Beschützer Adins bist. Sophie, dann kannst du uns ja helfen. Es soll geschehen, wie du es wünschst. Ich werde dir das Fragment Adins geben. Du wirst im Namen der Druiden agieren und deine Aufgabe wird von größter Wichtigkeit sein. Es muss dir bewusst sein, dass das Fragment noch nicht aktiviert ist. Die Druiden können dir dabei aber weiterhelfen. Ich habe 800 Jahre geschlafen und wurde kein einziges Mal aufgeweckt. Ich denke jedoch nicht, dass ich selbst mitkämpfen muss in diesem Streit. Adin hat mich noch nicht gerufen. Mach es gut, Dina. Ich werde jetzt weiter schlafen, bis ich wieder gerufen werde. Grüße Fripp von mir. Okay. Müssen wir dann jetzt zurück oben zu dem Druidenkreis? Oder erstmal zu Elisabeth. Ich nehme mal fast an, erstmal zu Elisabeth. Was sagt denn unsere Quest? Genau, gehe damit zu Elisabeth und sag ihr und erzähl, was passiert ist und frag, wie man das Fragment aktiviert. Gut, wenn ich mir das hier mal so anschaue, ich würde sagen, wir reiten eben fix nach Fort Pinter zurück und nehmen dann den Transporter Richtung Vailedale. Und hopp. Prima. Oieiei. Also es ist echt, ich habe gerade so richtig das Gefühl, hier im Spiel drin zu sein, weil es im Spiel immer so sonnig ist und hier knallt echt die Sonne vom Himmel. Ich habe jetzt schon ein kleiner Tipp. Ich finde es sehr angenehm. Ich habe mir so ein kleines Gästehandtuch, habe ich mir nass gemacht mit ganz, ganz kaltem Wasser, habe es ausgewrungen, dass es nicht tropft und habe es mir jetzt auf die Beine gelegt, so Beine oder Nacken. Das ist sehr, sehr angenehm. Das kühlt ein bisschen, wenn man gerade nicht ins Freibad kann. Und rum mit dir. Gut, ja, prima. So ist gut. Vailedale Village. Es ist ja auch, Honey und Nanny haben auch damit zu schaffen, muss ich sagen. Und auch im Stall, das ist, Pferde überhitzen ja recht schnell. Seromero war erstaunlich fit, aber, ja. Bei dem Wetter muss man sich schon überlegen, was man macht. Wenn man nicht mal in den Wald ausweichen kann, weil man da dann von fiesen Pferdebremsen zerstochen wird. Die Viecher sind bei uns so aggressiv im Moment. Ich weiß nicht, wie ist es denn bei euch? Ist es da auch so schlimm? Was für ein Abenteuer. Du hast mit John Jarls Geist gesprochen und das Fragment erhalten. Laut der Legende hat John Jarl die Druiden in ihrem Handeln unterstützt. Ich habe zwar Geschichten gehört, aber ich wusste nicht, dass er uns ewig zu Diensten steht, sogar nach seinem Tod. Aber es ist gut zu wissen, falls eines Tages mal was richtig Schlimmes passiert. Nun müssen wir aber das Fragment aktivieren, sodass du es benutzen kannst. Ich glaube, dass du dieses Fragment laden und aktivieren kannst. Wir haben ja schon gesehen, dass du spezielle Fähigkeiten hast. Leih dir meinen Runenstab, reite hoch zu den Runensteinen über meinem Haus, platziere das Fragment vor dem Sonnenstein und lade es, indem du den Stein mit dem Stab aktivierst. Komm dann zu mir zurück. Ich bin mir sicher, dass es funktionieren wird. Die belebende Kraft der Sonne wird dem Fragment die nötige Kraft geben. Okay, dann probieren wir das mal aus. Bin ich mal gespannt. Hoch zum Druidenkreis. Hier waren wir schon lange nicht mehr. Oh, genau. So, Sonne. So, bleib stehen hier, Kleiner. Kleiner Mann. Platzieren.
Oh, das ist so cool. Okay, wir haben es aktiviert. Na los, aussitzen. Oh, das ist auch so ein richtig hübsches Bild hier, finde ich, oder? Gefällt mir. So, aber jetzt wollen wir nicht weiter in der Pampa rumstehen. Wir reiten zurück zu Elisabeth. Jetzt wollte ich schon sagen, Aidin. Zu Elisabeth und berichten ihr. Hoho. Siehst du, Dina, Aidins mystische Kräfte scheinen sehr stark in dir vorhanden zu sein. Das Fragment scheint geladen und fertig zu benutzen zu sein. Uiuiuiuiui. Ja, aber damit möchte ich mich für heute erstmal wieder von euch verabschieden. Wir haben einiges geschafft heute. Mal gucken, wie es dann morgen weitergeht. Ich bin schon gespannt darauf. Ich hoffe, ihr seid wieder mit dabei. Also, bis morgen. Tschüss.